So. Top in Shape, oder? Alter, bin ich in Shape. Halt, fehlt noch was. Der Buttcheck, der Buttcheck. Ich bin noch erschöpft von gerade eben, vom sogenannten Instagram-Influencer-Style. Also, Freunde, als, wie soll man sagen, als regelmäßiger Instagram-Gucker und natürlich auch YouTube, bin ich natürlich auch informiert, was läuft. Immer wieder stelle ich fest, dass es da sensationell neue Übungen gibt, die ich so nicht kenne. Und für mich ist manchmal die Frage, was der Zweck dieser Übung ist. Ich glaube, bei vielen Übungen... Bullshit-Übungen. Also einfach mal eine wichtige Warnung für viele. Wenn da Übungen gezeigt werden, die irgendwie völlig außergewöhnlich sind, die ihr noch nie gesehen habt, dann könnte vielleicht eventuell der Hintergrund sein, dass den Leuten nichts mehr einfällt und dann werden Übungen gemacht, um sozusagen Aufmerksamkeit zu erregen. Wie heißt das nochmal? Gibt es einen Ausdruck? Clickbait, Klickgeil. Ach, Clickbait, das heißt Klickgeil. Was heißt Bait geil? Sozusagen Clickbait. Clickbait, wie schreibt man das? Klick mit C? Ja, das ist klar. Bait, B-A-I-T. Clickbait, das heißt... Das ist, wenn du zum Beispiel bei Clickbait, kommt eigentlich aus YouTube, und das heißt, wenn du im Titel was, wenn du ein 20-Minuten-Video hast, dann irgendwie was total reißerisches, so eine Bildseite, Bildseiten-Überschrift hast, was völlig überspitzt ist und deinem Thema im Video selbst minimal oder gar nicht mehr. Ah! Wenn du sagst... Clickbait. Wenn du sagst, warte, er ist tot. Okay. So ein total dramatisches... Du weißt aber nicht, wer tot ist und im... Und du zeigst dann anhand dieses toten Kollegen der Wirbelsäule die Skelettmuskulatur. Ach so. Oder was weiß ich. Oh, das ist ein bisschen arg, oder? Das ist ein bisschen arg. Das ist ein bisschen übertrieben. Und das heißt Clickbait. So, also dann könnt ihr davon ausgehen, wenn ihr eine völlig abartige Übung seht, dann ist das sogenannte Clickbait. Und ich habe mir nämlich auch Gedanken gemacht, um auch mal ein bisschen was zum Thema Clickbait beizutragen, habe ich auch eine neue Übung kreiert. Und diese Übung werde ich euch zeigen. Und diese Übung fällt auch unter dem Titel Bullshit-Übung. Also ich komme gleich, bin gleich wieder da. Ich hole mal ganz kurz was. Moment. So. Also. Ich komme. So, Freunde. Also passt auf. Jetzt machen wir nämlich auch mal ein bisschen was zu dem Thema. Moment. So. Einmal das und einmal das hier, okay? Also, ihr seht, was ich gerade mache. Kameramann, wo steckst denn du? Bist du auf dem Klo oder was? Der Kameramann ist abgehauen. Jetzt bin ich ganz alleine hier und weiß natürlich jetzt nicht, ob ihr das alles seht da unten, was ich da gerade mache. Ich bin auf dem sogenannten Balanceboard und auf dem Balanceboard steht drauf, Warning, use at your own risk. Also ihr wisst, was das heißt, das Benutzen auf eigene Gefahr. Also, und das hier zum Beispiel muss man nicht machen, kann man machen, ist aber auch noch harmlos, das geht schon ganz gut. Einfach mal runtergehen, einfach mal runtergehen in die sogenannte Kniebeuge und gucken, dass ich nicht auf die Fresse falle. Okay, ich bin jetzt ganz unten. Wow, das ist jetzt noch harmlos. Und für Instagram, und für Instagram natürlich nicht besonders prickelnd. Daraus
konzipieren wir jetzt noch eine andere Übung, okay? Oh, 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 oh. Kameramann, wo steckst denn du? Kameramann ist abgehauen. Okay, mach hier alleine weiter. Bis der Kameramann vom Töpfchen kommt. Also, dann machen wir das Ganze so. Kameramann, sieht man überhaupt meine Beine, mich das überhaupt? Habe ich so irgendwas vorgeführt? Beine sieht man nicht, nein. Okay, das wäre jetzt ganz wichtig. Ich habe jetzt gerade schon einen Hampelmann gemacht, dass die Leute sehen, was ich hier treibe. Also, das gehört jetzt auch zum Thema Übungen, die kein Mensch braucht. Okay. Also, Obacht. Oh, 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 oh. So, meine Freunde. Ja, jetzt kann man natürlich hier sowas machen. Und dann denken die Leute bei Instagram, oh, Alter, eine neue Bizep-Übung. Die ist bestimmt besonders gut, ist aber auch noch harmlos. Also Bizep geht. So, und jetzt kann man eigentlich noch Folgendes machen. Wow, 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 wow. So, erstmal die Arme nach oben. Schön nach oben und jetzt passt auf. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Wow, 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 wow. Und jetzt Bizeps. Achtung, Moment, ich muss erstmal Arnold Press. Und jetzt Bizeps. Oh, oh, oh. Oh. Alter, auch das ist eine Übung, die jetzt nicht unbedingt viel Sinn macht. Und weil sie so wenig Sinn macht, machen wir gleich noch eine. Jetzt wird es spannend. Also, liebe Kinder, nicht nachmachen. Und wenn... Darf ich auch machen? Mach mal. Nee, wenn du hinfällst, ich sag's dir. Nein, ich hab's hinter der Kamera. Ich weiß... Gerade weil liebe Kinder nicht nachmachen. Ach so, deswegen hast du gedacht, du... Und weil du natürlich von der Körpergröße und Riese bist, genau, hast du gedacht, yes! Meine Chance. Gut, also jetzt, was mache ich? Ich fange erstmal an. So rum. Machen wir das erstmal runter. Auf Hilfe. Ne, geht ganz alleine. Hätte sowieso nicht gemacht. So. Also Freunde, dann machen wir jetzt Folgendes. Noch ist der Spiegel ganz. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen weiter rüber, bevor ich einen neuen Spiegel brauche. So, Freunde. Aber jetzt bin ich natürlich in meinem Ehrgeiz geschürt und möchte natürlich nicht auf die Fresse fallen. Und nicht auf die Fresse fallen. Parallel dazu machen wir nochmal eine Instagram-Story, weil yes, das ist ein echtes Highlight. Ah, okay. Freunde, Scheiße. So, erstmal richtig hinrichten. Draufstehen, zack. So, und jetzt, Achtung. Ui, 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 ui. Wo ist da die Scheibe? Nicht weit weg, oder? Geht. So, ho, ho, ho. Ho, 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 ho. So, und das ist ja noch harmlos, ne? Wir machen ja jetzt schon so. Ganz ruhig, locker, ganz easy, ganz easy. Easy, easy, ruhig. Und jetzt noch einbeinige, hier diese Pistol Squats. Ja, super. Also Freunde, ihr seht, geht alles. Jetzt machen wir noch Kreuzheben. Jetzt kommt Kreuzheben dran. So. Das wird da drüben nichts. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hopp. Und nach oben. So, Freunde, jetzt habt ihr meinen Ehrgeiz geschürt. Moment. Moment. So. Also, bisschen mehr in die Mitte. Und dann, was haben wir? Haben wir 50 Kilometer schon machen, oder? 50 Kilometer schon gehen. So, jetzt. Also eins ist schon mal sicher. Ich habe bei Instagram schon viel gesehen, aber das nicht.
Das ist neu. Und jetzt bin ich. Weil keiner die Eier dazu hat. Könnte vielleicht sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob vielleicht genau das, was ich jetzt gerade tue, zum neuen Trend wird, Freunde. Wer von euch traut sich aufs Balanceboard, also eine Übung, die keinen Sinn macht, zu machen? Dazu braucht er ein Balanceboard, so wie das hier. Also ein bisschen weiter in die Mitte. So, jetzt wird's spannend. 50 Kilo sind aufgelegt. Es wird spannend. Ein bisschen bescheuert ist aber schon, oder? Es ist ein bisschen arg bescheuert. Ja. Aber wenn du bei Instagram berühmt werden willst, hilft nur eins. Entweder intelligent wie Zau, also das kann ich jetzt nicht, bin ich nicht, dann bleibt mir nichts anderes übrig, wie, Alter, wenn es mich auf die Fresse haut, ich sehe den Spiegel schon kommen, ich sehe die Scheibe schon, dann geht das Ding wieder. Dann geht's aber, und den Gefallen tue ich euch nicht. No way. Ja, das ist ein geiles Projekt, das wir gerade am Start haben, wäre es ganz witzig. Alter, was mache ich hier eigentlich? Achtung. Oh, fuck, Alter. Oh. Komm, was ist los, Mr. T? Kannst du es oder kannst du es nicht? Kannst du es oder kannst du es nicht? Kannst du es oder kannst du es nicht, Freund? Kannst du es oder kannst du es nicht? Yeah. Und jetzt heißt vollen Fokus. Komm, Mr. T. Wow. Oh. Das wäre noch schöner, wenn ich es nicht hinkriege. Yes! Und raus. Wow, ich komme ins Schwitzen, Alter. Und jetzt noch eine, mache ich noch. Eine saubere Kniebeuge mit 50 Kilo auf dem Balanceboard. Mit dem Risiko, rechts ist ein Spiegel, links ist eine Scheibe. Alter, komm. Mr. T, was geht? Mr. T, komm. Komm, was geht, Mr. T? Runter mit dir. Yes. Und nach oben. Ha! Und jetzt? Hä? Alter, bin selber überrascht. Boah. Alter. So, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Das ist nicht einfach. Unabhängig, dass der Spiegel fast 500 Euro kostet, unabhängig, dass die Scheibe sauteuer wäre, das kann auch ganz schön auf die Knochen gehen.